Hallo ihr Lieben! Ja, auch ich möchte euch natürlich noch meine Weihnachtskarten zeigen, beziehungsweise meine Weihnachtskarte. Ich habe erst eine fertig, aber meine Karten werden dieses Jahr alle gleich werden. Klar, von den Farben her wird sich vielleicht was ändern, aber vom Prinzip her und vom Aufbau werden die alle gleich werden, weil es geht einfach schnell, es ist simpel, es ist einfach und ja. Ich hätte sie gern schon eher gezeigt, aber ich bin nicht dazu gekommen, wie eigentlich jedes Mal. Und ich denke jetzt auch, dass eigentlich alle ihre Karten fertig haben werden. Aber vielleicht braucht der ein oder andere ja doch noch eine kleine Idee und deswegen zeige ich euch jetzt mal meine. Und zwar, ich bin meinen Wichteln natürlich treu geblieben und habe eine Wichtelkarte gemacht. Ja, es soll auch wirklich eine Karte bleiben. Die bleibt so, wie sie ist. Wird nicht noch verpackt oder so, sie bleibt tatsächlich so offen, wird dann in den Geschenken mit reingesteckt oder mit draufgelegt, wie auch immer, das weiß ich noch nicht, das variiert ja dann auch. Aber ja, ich habe nicht viel Fehlerlesen gemacht, es sollte schnell gehen und ja, das ist mir gelungen. Ich habe hier einfach diese Mütze aufgeklebt, die ist aus dem Kick, die gab es dort zuletzt für 50 Cent. Die habe ich mir noch ein bisschen eingekürzt, sonst wäre es einfach zu lang geworden. Dann ein bisschen Bart aufgeklebt, die Nase ist wieder eine Holzperle und ein bisschen Wolle. Also ist eigentlich wieder dasselbe Prinzip, wie ich alle meine Wichtel mache. Ja, dann hier noch ein paar Sterne rumgeklebt und ein bisschen mit Perglue gearbeitet aus dem Action. Das hier sind jetzt die neuen aus dieser Packung. Die mag ich lieber als die alten, weil dieses Fläschchen ist einfach ziemlich weich und damit könnt ihr das super gut dosieren, finde ich zumindest. Und das Ergebnis ist eigentlich auch echt schön. Also ich werde sie mir, denke ich, nochmal nachkaufen und dass ich dann ein bisschen was auf Vorrat habe. Ja, also die kann ich euch empfehlen. Gut, ja, das habe ich gemacht. Einfach ein paar Tröpfchen dahin. Karte, also zwei Cardstocks zusammengeklebt und fertig ist die Karte. Also wirklich wieder ganz einfach. Deswegen habe ich da jetzt auch keine Anleitung zugedreht. Das ist selbsterklärend, ne? Dafür braucht, glaube ich, keiner eine Anleitung. Also vielleicht denke ich auch zu hoch, aber ich denke einfach so. Gut, für die Rückseite habe ich mir hier noch einen Aufleger gebastelt. Was heißt gebastelt, ausgeschnitten, zwei Washi-Tapes rüber. Und ja, da werde ich noch ein paar Zeilen draufschreiben. Und dann denke ich mal, werde ich das hier hinten mit Formtape anbringen. Ja, eventuell. Und fertig ist die Karte einfach. Ja, also ich beschrifte die immer gerne separat, bevor ich sie aufklebe, weil manchmal gefällt mir der Stift nicht so oder dann habe ich mich verschrieben oder zu eng oder zu schief und deswegen mache ich das lieber separat. So kann ich das schnell ändern, bevor ich die ganze Karte versaue. Ja, aber ich glaube, das machen auch einige so. Naja, auf jeden Fall ist das meine ganz einfache Weihnachtskarte. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt noch eine Idee bekommen. Macht seine Karten dann auch noch fertig. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen weiter basteln. Ein paar Karten muss ich noch machen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.